Kino Royal, die Dezember-Sendung. Guten Abend, schönen Abend. Erinnern Sie sich an Ackermann? Ich meine nicht den von der Deutschen Bank, sondern den Klassenstreber aus der Feuerzangenbowle. Wissen Sie auch, wer den gespielt hat? Nein? Genauso ging es bei Oliver Ohmann los. Erst wollte der Journalist wissen, wer den Ackermann gespielt hat. Dann war das ziemlich schwierig herauszufinden. Und als er es herausgefunden hatte, da schwamm er schon unrettbar mittendrin in der Feuerzangenbowle. Sie hat ihn nicht mehr losgelassen. Er hat alles aufgeschrieben. Jetzt gibt es die bisher weitgehend unbekannte Geschichte um den Silvester-Kultfilm als Buch. Fast hätte es die beliebteste deutsche Filmkomödie aller Zeiten nicht auf die Leinwand geschafft. Der gute Ruf der Lehrerschaft würde ruiniert, fanden einige Nazi-Funktionäre. Als Heinz Rühmann davon erfährt, schnappt er sich den fertigen Film, besteigt den Zug und fährt nach Ostpreußen ins Führerhauptquartier. Der leidenschaftliche Flieger Rühmann übergibt dem leidenschaftlichen Flieger Göring den Stein des Anstoßes. Die Feuerzangenbowle erlebt in der Wolfschanze ihre heimliche Premiere mit harmlosen Scherzen wie diesen. Sollen Hitler tatsächlich persönlich zu Göring gesagt haben, ist der Film denn lustig? Und Göring, der ihn gesehen hat, hat gesagt, ja, ich habe mir auf die Schenkel geklopft. Und dann soll Hitler wiederum gesagt haben, ja, dann soll er anlaufen. Eine von vielen Geschichten, die der Journalist Oliver Ohmann auf seiner Suche nach Spuren des Films entdeckte. Tatortbegehung im ehemaligen Atelier Große Süd in Potsdam-Babelsberg. Hier begannen im März 1943 die Dreharbeiten. Sogar die wurden von einer Dokumentarfilmkamera festgehalten. Das Buch räumt auf mit einigen Legenden um den Film. Rühmann hatte behauptet, er habe mit Schülern eines Berliner Gymnasiums gedreht. Aber eine Besetzungsliste zeigt, es waren junge Schauspielprofis. Auch hieß es, Rühmann habe die Dreharbeiten in die Länge gezogen, um die Darsteller vor dem Fronteinsatz zu schützen. Eine Erfindung. In Wirklichkeit hatte er längst sein nächstes Filmprojekt geplant. Rühmann konnte Soldaten anfordern, wenn sie ihm sozusagen künstlerisch genehm waren, wenn er sie brauchte. So hat er den Rosen, den Lümmel aus der letzten Bank, Hans Richter, tatsächlich, der war Unteroffizier und war schon fast im Einsatz aus der Kaserne geholt. Gesagt, den brauche ich jetzt, der muss meinen Rosen spielen. Und was passierte, als der Film abgedreht war? Dann musste Richter tatsächlich wieder an die Front. 4 Wochen vor Drehbeginn hatte Goebbels den totalen Krieg ausgerufen. Nacht für Nacht wurde Berlin bombardiert. Unausgeschlafen und übermüdet fuhren die Schauspieler der Feuerzangenbowle morgens nach Babelsberg, um heitere Szenen zu drehen. Dass Rühmann mit der Kutsche zur Arbeit kommt, ist kein Filmgag, sondern Realität. Auch Benzin war rationiert. Die Leute, die ich getroffen habe, sagten, mit dem Durchtritt durch das Ufergelände Tor betrat man eine Oase. Das heißt, man wurde behütet, man konnte ohne Lebensmittelmarken dort essen. Aber nach Drehschluss, wenn man wieder hinausging, begann das Ganze von vorn. Allein auf dem Weg vom Ufer Babelsberg-Tor zum S-Bahnhof passierte man ein Kriegsgefangenenlager. Da waren über 10.000 englische Kriegsgefangene interniert. Rühmann verteidigte nach dem Krieg seine Oase. Sie habe den Darstellern und Mitarbeitern die politische Außenwelt weitgehend vom Halse gehalten. Das versucht auch der Film. Premiere ist am 28. Januar 1944. In der Nacht fallen fast 4000 Tonnen Bomben auf Berlin. Die Kino-Uraufführung findet vormittags statt. Kein roter Teppich, kein Blitzlichtgewitter für die Stars. Jeder will vor dem nächsten Fliegeralarm wieder zu Hause sein. Es muss noch gequalmt haben, es muss noch überall gebrannt haben oder an vielen Orten gebrannt haben. Und durch diese Bombentrümmerhölle zogen nun dann die Premierengäste. So darf man sich es vorstellen. Und wenn das nicht absurd ist, wenn das nicht eigentlich unvorstellbar ist aus unserer heutigen Warte, dann weiß ich nicht, was unvorstellbar ist. Sie heißen Johann Pfeiffer. Einem Elf oder mit zwei, mit drei, Herr Professor. Mit drei, eins vor dem Eis, bei Ihnen im Eis. Verbürgt ist, die Leute haben bei der Premiere gelacht, als sei es die letzte Gelegenheit. Ein Penela-Lustspiel als Begleitung in den Untergang. Für Rühmann war es ein total unpolitischer Film mit menschlicher Haltung.
Der Film ist ja kein unschuldiger Film. Er wurde gedreht in der schwärzesten Zeit der deutschen Geschichte und war danach eine gesamtdeutsche Liebe. Man liebte die Feuerzangenbowle im Osten, man liebte die Feuerzangenbowle im Westen. Man guckte gegenseitig im Fernsehen über den Eisernen Vorhang, über die Mauer und wenn sie im DDR-Fernsehen lief, dann guckte Westdeutschland zu und umgekehrt. Oman hat das Filmbuch zum Kultfilm geschrieben. Er erzählt die Geschichte dieses Kinoklassikers spannend wie ein Krimi. Heinz Rühmann und die Feuerzangenbowle von Oliver Oman. Vielleicht ein Geschenktipp für Oma zu Weihnachten.